was du das, Stromsparen ist gut. Was du das verwenden möchtest, einfach, dass sie wissen, ich bin einer, der Strom spart und der will immer wieder das Licht an. Stromsparen ist gut, aber nicht für ein Video, denn da wollen wir ja gut aussehen und da so ein schwarzes Loch da hinten, das wäre ich verstehe das nicht so schön. Deswegen, gut. Hallo und herzlich willkommen zum Whisky Club. An meiner Seite die unvergleichliche Manuela. Und an meiner Seite der Thomas, dessen Name 1 Million Mal vorkommt in Deutschland. Nein. Ja. Der Rudel-Thomas, genau. Der Rudel-Thomas. Und du hast heute ganz viel zu erzählen. Und ja. Deswegen halte ich jetzt meinen Schnabel. Und auch ein Thomas, tatsächlich. Und zwar habe ich heute das Shirt von Sodom an. Sodom, eine deutsche Thrash-Metal-Band. Das hat mir mal einer gesagt, ich sage Thrash, natürlich keine Müllband. Das ist eine super Band aus Deutschland, aus Gelsenkirchen. An dieser Stelle erstmal danke an Tom, der Sänger von Sodom, Angel Reaper. Er hat mir nämlich ein paar Sachen zukommen lassen, ein paar Shirts, eine Schallplatte und alles Mögliche. Und zwar kurz zur Geschichte. Ich, soweit ihr ja schon mitgekriegt habt, habe ich eine eigene Webseite, wo ich Kunst mache. Und Link in der Videobeschreibung. Ja, und auch Sodom irgendwas müssen wir verlinken, natürlich. Ja, natürlich. Ja, und ich habe mit ihm Kontakt gehabt, mit dem Tom von Sodom. Und er meinte, sobald meine Webseite auf die Beine ist, würde er gerne auch Werbung für meine Webseite machen auf der Fanpage von ihm. Und das hat er tatsächlich gemacht. Danke sehr, freut mich wirklich sehr. Ja. Und unbedingt reinhören. Ist auch ein Omen wahrscheinlich, dass die Band 1982 gegründet worden ist, mein Geburtsjahr. Und man muss der Vollständigkeit halber anführen, der ganze Kontakt kam in erster Linie deswegen zustande, weil der liebe Tom, Angel Ripper, hier im Whisky Club einen netten Kommentar unter eins unserer Whiskys gesetzt hat. Ich glaube, es war der Highland Park in Fassstärke, wenn ich mich recht entsinne. Genau. Tolles so Shirt. Kam das dann alles ins Rollen und an dieser Stelle nochmal herzlichen Dank aber für den echt. Kommentar und für den Longplayer, die Shirts und so weiter. Alles. Hammer, Hammer Sache. Ja. Und dazu ein Hammer Whisky. Dazu ein Hammer Whisky, ganz genau. Denn wir kehren heute zurück zu einer unserer absoluten Lieblingsdestillerien. Nicht nur auf Eiler, sondern überhaupt generell. Kilhoman. Die jüngste oder eine der jüngsten Destillerien Schottlands. Krass. Oh, 2005, glaube ich, gegründet, wenn ich mich recht entsinne. Mhm. Und wir haben getestet den, also ich habe zumindest getestet, den Mahia Bay, den Sanaic haben wir zusammen getestet. Ja, genau. Den Loch Gorm haben wir, glaube ich, auch zusammen getestet. Grandiose Whiskys, wenn man auf rauchige Whiskys steht. Denn sie bringen so was ganz Eigenes mit. Ich sag mal, die haben so einen Unique Selling Point, sagt man das so schön im neudeutschen Gequake. Die haben so was Eigenes. Ne? So, das hast du im Glas und denkst sofort, boah, ja, Kilhoman, das ist es. Und heute haben wir euch einen mitgebracht, den hat mir der liebe Carsten, da hat er mir mal einen Link dazu geschickt und hat gesagt, schau mal, Kilhoman bringt eine Pedro Ximénez Edition raus. Ich vermute mal, dass die limitiert ist. Klärt mich auf, falls ich falsch liege. Auf jeden Fall erschienen 2023 die PX Vollreifung Sherry Cask Matured, wie das so schön heißt. Oh, ich finde das so grandios. Diese, man kann ihn nicht verlieren, den Korken. Dieser Stopfen, guckt euch dieses Teil hier an. Mhm. Richtig wertig gemacht. Wie ich bei Highland Park. Diese Flasche auch, das Emblem da oben drauf. Und dann noch ein grandioser Whisky, das alles spricht mich mega an. Es ist, glaube ich, keine besonders große Destillerie. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, wie viel Liter die produzieren, aber ich glaube, das sind nur so 100.000. Also wirklich eine kleine, fast schon eine Craft-Destillerie. Aber sie machen einfach verdammt gute Whiskys. 50%, wow. Ja. Also, wenn ich das richtig gelesen habe, ist dieser Whisky aus 61 Fässern vermählt worden. Mhm. Also ich gehe mal davon aus, dass es 61 Fässer waren, die allesamt eine PX-Reifung hatten für mindestens 5 Jahre. Okay. So habe ich das verstanden. Die wurden dann vermählt und daraus wurde dann ein Batch hergestellt, das wir hier in der Flasche haben. Deswegen, ich weiß es nicht genau, aber klärt mich auf, falls ich falsch liege. Ich vermute, dass der limitiert ist. Mhm. Es steht nicht drauf, dass er limitiert ist, aber ich glaube auch nicht, dass der in der
Core Range, also im Kernsortiment von Kilhoman, jetzt dauerhaft verfügbar sein wird. Der ist auch preislich nicht ganz günstig. Der geht so ab 80 Euro los für, ja, ne, also 5 Jahre aufwärts. Mhm. Also relativ jung. Ja. Nur wenn man Kilhoman kennt, ja, weiß man, die schaffen es auch mit jungen Whiskys tolle Qualität. Ja, aber echt. Zu produzieren. Ja. Und ich meine, Pedro Ximénez ist sowieso der Sherry, den ich am liebsten mag. Das ist dieser wirklich fruchtige, süßlich, gefällige, ja, im Gegensatz zum Oloroso, der ja eher trocken ist. Ich meine, es kommt auch darauf an, wie lange er drin war, ne? Weil irgendwie manchmal... Vollreifung. Ja, genau, bei dem ja. Aber manchmal klingt das fantastisch und dann war er vielleicht nur kurz drin. Genau. Und, aber bei dem halt ist es halt anders. Ne? Also, wir haben den natürlich schon probiert, ihr seht es. Wir verkosten ja so gut wie nie ungeöffnete Flaschen. Und ja. Ja, so viel kann man schon mal sagen. Er ist, schön, schaut mal, nicht so arg dunkel. Ne? Aber dafür auch nicht gefärbt. Natürlich, nicht gefärbt, nicht gefiltert. 50 Volumenprozente Alkohol. Er hat eine tolle Nase. Oh, der hat wieder diese Specknote. Ja, ich liebe das. Auf dieser Pfarre. Ja, ich auch. Du bist ja Vegetarierin. Ja, scheißegal, ich fahre auch mal drauf ab. Stehst du auf Specknote. Das ist so ein süßlicher Rauch, so wie Maple Syrup und irgendwie Bacon und so Sachen. Ja. Das riecht einfach, die Kombination ist so... Boah, ja. Ich liebe es auch. Sowas von ölig und satt und... Und voll. Und dazu dieser Rauch, der aber nicht irgendwie penetrant aufdringlich ist, sondern so richtig schön, dass so alles auskleidet. Wow, Hammer. Mm. Oh, man will ihn testen. Ja. Oh, so, oh, fantastisch. Steht da, wie viel Rauch drin ist? Nee. Hätte ich vielleicht noch recherchieren müssen. Ich weiß nicht, ob die es schreiben irgendwo. Ich glaube nicht. Tasting Notes sind da wieder. Nee. Oh, der ist so gut im Geruch schon. Ja. Oh. Ah, hier steht auch, na klar ist das ein Batch, 23.000 Flaschen. Da steht's. Deswegen sehr gut. Limitiert. Manchmal lohnt es sich, die Flasche zu lesen. Manchmal lohnt es sich, die Flasche zu lesen, nicht nur im Internet rumzustöbern. Mhm. Probieren wir mal. Also. Sehr gerne. Zum Wohl. Zum Wohl. Slangeva, ihr Lieben. Er riecht noch einen Ticken besser, als er riecht. Also, wer so ein Sweet Tooth ist wie ich, so ein Süßmaul, ist das Beuteschema. Ich finde ihn richtig, richtig süß. Er hat süße Würze und einen nicht penetranten, aufdringlichen Rauch. So. Aber so eine spezielle Süße, jetzt nicht so eine fruchtige, sondern eher so wie schwere... So wie ein Ahornsirup mit Bacon-Süße. Ja, genau. Das ist richtig, richtig toll. Als würdet ihr so schön kross gebratene Speckscheiben mit Ahornsirup. Jetzt kriege ich sogar wieder Bock, Fleisch. Nein. Krasses Zeug. Krasses Zeug. Ist echt lecker. Ich meine, klar, das ist halt ab 80 Euro, hast du gesagt. Ja, aber, natürlich. Aber... Das tut weh, aber ich sag mal, bevor man sich irgendeinen Schrott für ein paar Euro weniger kauft, schaut mal, ob ihr den noch ergattern könnt. Ich glaube, es gibt ihn noch. Ja. Also wir drehen jetzt das Video Anfang 24. Der ist, glaube ich, noch verfügbar, soweit ich weiß. Überhaupt ist es ja so eine Sache, habe ich gelesen oder gehört vom lieben André, der gesagt hat, es ist gerade so ein bisschen eine Sättigung im Whisky-Markt eingetreten. Ne? Also er sagt, er spricht davon, die Whisky-Bubble wäre jetzt geplatzt, die Preise würden jetzt wieder fallen. Die das habe ich tatsächlich auch gemerkt. Hätten ihren Peak jetzt überschritten. Und der Vorteil bei der ganzen Sache ist, man bekommt die meisten Whiskys noch. Ne? Wahrscheinlich auch die limitierten. Also auch diese Artback-Sonderabfüllung, die ja früher immer ratzfatz vergriffen waren. Im Moment kriegst du sie noch alle, ne? Weil sie nicht abverkauft werden, weil die Leute wahrscheinlich auch nicht mehr so viel Geld übrig haben, dass sie sich da mit Whisky eindecken können. Deswegen denke ich mal, wird es den noch eine Weile geben. 23.000 Flaschen ist jetzt auch nicht gerade wenig. Ne? Ja. Muss man mal dazu sagen. Also das wird eine Weile halten. Und der ist klasse. Also ich kann den wirklich wärmstens empfehlen. Ich meine, ich habe ehrlicherweise auch nichts von Kilhoman probiert, was mir nicht schmecken würde. Also es ist wirklich...
Wirklich nicht schlecht. Ich muss besser als nicht schlecht. Den Loch Gomme, als ich den das erste Mal im Glas hatte, der hat mich überfordert. Der ist so eine Rauchgranate. Nein. Der ist so... Ich liebe ja sowas. Wurde mir von einem Feuerwehrmann empfohlen. Okay. Ja, wo ich gedacht habe, okay, das passt. Das ist echt schweres Zeug. Inzwischen mag ich ihn auch voll gerne. Mhm. Aber einer, zu dem ich standardmäßig immer wieder greife, auch ist der Sanaic. Ja, der war echt auch gut. Weil er auch günstiger ist. Ne? Der ist, hat ein tolles Preis-Leistungs-Verhältnis. Ja. Der kostet, glaube ich, ach, ich weiß es nicht. Ich habe nicht im Blick, wie die Preise sich gerade entwickelt haben, aber keine 50 Euro. Ich glaube, der war zwischen 40, 50, sowas. Ja, ja, ja. Irgendwie so. Also, wer was Besonderes haben möchte und wirklich mal so einen schönen, wunderbar gereiften PX-Sherry mit Rauch drin haben möchte von Ayla, ich kann den nur empfehlen. Ja, wirklich. Kann den nur empfehlen. Das ist diese Überraschung, die ich sage, er riecht schon eigentlich voll gut, aber er schmeckt noch besser. Ja. Das ist schön. Gute Überraschung. Genau. So, ich bin ganz einfach mal vorgeprescht und habe meine Wertung schon aufgeschrieben. Ich habe erstmal genossen. Dann habe ich nämlich jetzt noch Zeit, das auch zu tun. Mhm. Oh, so eine Nase, in der ich baden könnte, das ist so, boah. Inzwischen mag ich das eigentlich super gerne, diese Kombination aus Sherry und Rauch. Aber früher fand ich das ein bisschen, war ich überfordert. Oh, ich liebe auch, die Kombi. Aber inzwischen finde ich die auch sich richtig gut. Süße und Rauch ergänzt sich, finde ich toll. Mhm. Ja. Ja, wollen wir mal das Ergebnis lüften? Nein. Ich will weiter trinken. Nein. So, ich kriege ihn über die 92 rüber. Also ich habe jetzt überlegt zwischen 89 und 90. Ich habe jetzt 89 gegeben, aber er ist echt gut. Ja, bei mir schafft das über die 90 auf die 92. Und das ist 30 halt auch. Ja. Muss man ausgeben wollen. Muss man ausgeben wollen, genau. Also 80 Euro ist schon eine steile Ansage, aber wie gesagt, er ist es wert. Es gibt eine große Konkurrenz natürlich, gerade auch wieder bei diesen hochpreisigen Whiskys gibt es einiges, was sich lohnt, aber der letzte, der mich so in dieser Kategorie richtig abgeholt hat, war dieser Artback Barbecue. Mhm. Oh ja. Der ja in Kombination mit so einem Master Grillmeister komponiert worden ist. Der hatte auch dieses speckige Raucharoma. Der war ein bisschen rauchiger noch, einen kleinen Ticken, glaube ich. Aber das ist so diese Ecke. Ne? Das war ja eine Überraschung für mich. Ja. Da hast du mich überrascht. Ich wusste ja nicht, du hast ja die Flasche zugedeckt. Das war unser 400. Video. Genau. 400. Video, genau. Und fantastisch. Also wirklich, der toppt den eigentlich wirklich auch noch, muss ich sagen. Also so gut ich den finde... Barbecue war besser. Der kam doch auch mit einem Smoke Trails, glaube ich. Der haben wir im Bundle gekauft. Nicht so mithalten kann. Ja, der fällt natürlich runter. Ja. Aber inzwischen kriegst du den Barbecue, glaube ich, auch nirgendwo unter 110 oder 120 Euro. Also das ist dann nochmal 40 Euro mehr. Ne? Und dann sage ich mir, komm. Und ich habe einfach auch ein Faible für diese Destillerie. Ja, ich kann mir nicht helfen. Ich kann es verstehen. Ja. Ich mag die Kleinen, ich finde, die Kleinen muss man unterstützen. Mhm. Und wenn sie dann auch noch so einen tollen Job machen, dann lege ich da gern auch nochmal irgendwie einen Zehner extra drauf. Ja, verstehe ich. Für diese Story. Ist so wie bei Bands auch ganz häufig. Ja. Bandshirts. Ja, klar. Genau. Von Iron Maiden muss man jetzt nicht unbedingt Bandshirts kaufen für viel Geld, aber kleine Bands, da kaufen wir gerne mal. Ich kaufe generell alle Bands, die mir gefallen. Ja. Aber es ist natürlich... Ja, aber du würdest dir jetzt auch kein Megadeth-Shirt für 45 Euro zulegen, oder? Ja, nicht. Ich habe das tatsächlich auch erlebt. Ne? Ich habe ja vorher an der Grenze zur Schweiz gelebt. Und da war ich auch auf einem Megadeth-Konzert. Das war abgesehen davon, dass... Darf man das sagen? Dave sehr speziell ist. Sag ich jetzt mal, mehr sage ich nicht. Man aber hört, er sei ein ziemliches Arschloch. So wollte ich es jetzt nicht sagen, aber auf jeden Fall, ich mag die Musik von Megadeth lustigerweise sehr. Über ihn lässt sich jetzt streiten, aber auf diesem Konzert in der Schweiz gab es T-Shirt, gut, Schweiz, ein bisschen andere Preise, und so Pulli, also so Hoodies, also T-Shirt um die 50 Schweizer Franken und die Hoodies für 100 Schweizer Franken. Hm. Und ja, also das... Nee. Muss ich ehrlicherweise, bin ich raus auch. Nee, das machen wir nicht. Das machen wir nicht. So, ihr Lieben, ich hoffe, das hat euch Spaß gemacht, das hat euch weitergebracht. Ergattert euch noch eine Flasche, lohnt sich wirklich. Und abonniert unseren Kanal, würden wir uns sehr darüber freuen. Ja. Und dann sehen wir uns hoffentlich nächste Woche wieder.
wieder. Ne? Sehr gerne. Tschüss.